Wir haben es geschafft, wir sind auf der Fähre. Hinter uns ist Spanien, um uns herum blaues Meer. Für uns geht's jetzt auf den afrikanischen Kontinent, aber wie es dazu gekommen ist, das zeigen wir euch jetzt. Wir starten unsere Reise einfach mit dem Flixbus und fahren jetzt von Freiburg nach Barcelona 16 Stunden lang. Das wird eine echt harte Fahrt. Wir haben es aber gut vorbereitet und hoffentlich können wir ein bisschen schlafen. Genau, es ist Nachtbus, das ist eigentlich noch ein bisschen entspannter, aber aktuell ist es sehr voll. Es sind noch ein paar Lorette Mar People mit drin, hoffentlich wird es ruhig. Wir kommen morgen früh in Barcelona dann an. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommen wir morgens am Busbahnhof in Barcelona an. Der erste Tag in Barcelona ist für uns zunächst nur eines: anstrengend. Anstrengend, weil wir müde sind. Anstrengend, weil es sehr heiß ist. Anstrengend, weil wir eine Emotionswelle der Freude erwartet haben und diese ausbleibt. Nachdem wir einchecken konnten, ging es wieder raus in die Stadt. Wir verlangten viel von Barcelona und haben wahrscheinlich deshalb auch so wenig bekommen. Wir wollten, dass die Stadt uns in der kurzen Zeit komplett umhaut. Wir wollten, dass uns die knappen 2 Tage in der Stadt einen Vorgeschmack auf das geben, was noch kommt. Wir wollten ein Gefühl von Weltreise in 2 Tagen. Fehlanzeige. Stattdessen erhalten wir von der katalanischen Hauptstadt etwas anderes. Ein erstes Gefühl von Dasein, von Ankommen. So kurz es auch ist. Während wir am Stadtstrand verweilen, wünschen wir uns, dass wir etwas mehr Zeit hätten. Etwas mehr Zeit für die Stadt. Aber nein, für uns geht es weiter. Diesmal mit dem Zug. Wir waren jetzt nur eine Nacht in Barcelona und wir haben aus einem ganz logischen Grund Barcelona mitgenommen. Und zwar, weil das Zugsystem in Spanien richtig, richtig gut ist und es macht viel, viel mehr Sinn, von Barcelona mit dem Zug dann weiterzufahren. Wir sind jetzt nach Madrid weitergefahren mit dem Zug, weil wenn man mit dem Bus direkt von Deutschland nach Madrid fährt, fährt man wirklich, wirklich lange und zahlt schlussendlich auch meistens sogar ein bisschen mehr. Und so konnten wir sogar noch eine Nacht Barcelona ausnutzen und bis dort die Stadt erkunden und das war eigentlich auch richtig, richtig cool. Und jetzt sind wir in Madrid und sind da auch schon richtig gespannt drauf, bevor es dann weiter Richtung Afrika geht. Wir sind Raimund und Sophie. 2024 haben wir den Job gekündigt, Sachen gepackt und sind los. Wir sind auf Weltreise seit 1 Monat. Und haben seitdem ein Land bereist. Also folge unserer Reiseenergie, denn Reisen endet nie. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber Madrid hat mich voll gepackt. Also ehrlich, die Stadt ist einfach mega. Gerade im Vergleich jetzt zu Barcelona, wo wir irgendwie beide so nicht richtig das Feeling für hatten. Gut, kann natürlich auch daran liegen, dass wir einfach nicht so lange da waren und die Ankunft auch so stressig war. Aber jetzt Madrid, wirklich, hat mich voll gepackt. Ich liebe das Stadtbild und diese hohen Gebäude. Ich weiß nicht, alles wird irgendwie so mächtig. Gefällt mir mega. Also erster Eindruck von Madrid, wirklich top. Die königliche Hauptstadt mit seinen riesigen, pompösen Gebäuden verschafft uns zum ersten Mal ein Gefühl des Reisens und des Ankommens. Wir saugen das Lebensgefühl der Großstadt Spanier in uns auf und fühlen uns energiegeladen. Sogar die Hitze fühlt sich in manchen Momenten nicht ganz so gnadenlos an. Ein Ort, der uns auf das Hier und Jetzt fokussierte und den Stress des vergangenen Jahres, der Reisevorbereitung, Arbeitsalltag und emotionale Abschiede vergessen ließ. Madrid gibt uns auch eine interessante neue Erfahrung. Zum ersten Mal schlafen wir in einem Hostel in einem Achterschlafsaal. Wir merken die fehlende Privatsphäre, insbesondere nach einem langen, energiereichen Tag. Trotzdem nehmen wir die Erfahrung als eine positive mit. Wir werden Madrid nicht nur als Metropole und größte Stadt Spaniens in Erinnerung behalten, sondern auch als ein Ort, der uns Kraft gegeben hat. Nach 3 vollen Tagen in der Königsstadt geht es für uns weiter, Richtung Süden, weiter Richtung Afrika. Die schönste Stadt Spaniens empfängt uns mit seiner majestätischen Pracht, Sonne, Tapas und Flamenco. Sevilla ist, wie man sich Spanien vorstellt und präsentiert sich, von seiner schönsten, aber auch heißesten Seite. Ganze 42 Grad kriegen wir hier zu spüren.
Wir genießen den Charme der Altstadt, der Kathedralen und Parks für 3 Tage, wer für uns unsere Reise weiterführt. Wir sind jetzt schon richtig weit südlich in Spanien und das merkt man in Sevilla. Es ist richtig, richtig heiß und auch so die Flora und Fauna verändert sich im Park und überall Zikaden. Das ist schon irgendwie cool. Ja, man merkt, wir kommen der afrikanischen Platte immer und immer näher und wir sind auch gar nicht mehr so weit davon entfernt. Wir sind jetzt weitergefahren, vollgepackt gerade, Backpack hinten und vorne. Wir sind inzwischen in Córdoba schon angekommen. Die Zugfahrt war sehr entspannt, es war nämlich gerade mal eine halbe Stunde Fahrt. Also im Vergleich, was wir schon so hatten, ist es wirklich echt human und deutlich und sehr gut machbar. Wir laufen jetzt Richtung Unterkunft. Das erste Mal, dass wir ein eigenes Apartment haben. Wir sind gespannt. Heute werden wir erstmal Wäsche waschen. Das muss nämlich dringend sein. Córdoba, was sollen wir sagen? Mit 5 Nächten in einem eigenen Apartment ist unser Aufenthalt in der Stadt mit ca. 320.000 Einwohnern relativ lang. Unser längster Aufenthalt in Spanien. Dies haben wir bewusst so gewählt. Wir wollten uns in Córdoba etwas Zeit lassen. Zeit für uns nehmen. Zeit zu zweit. Córdoba kann relativ schnell besichtigt werden. Die touristischen Highlights sind überschaubar. Der Flair in der Stadt erinnert uns an eine Kleinstadt. Die engen Gassen des ältesten Viertels Juderia, die blumengeschmückten Patios und architektonische Meisterwerke wie die Mesquita sind ein Gaumenschmaus für die Augen. Wir verspüren in Córdoba keinen Druck, kein Sightseeing abhaken, kein muss man noch, wenn man schon da ist. Und dies gefällt uns sehr. Von Córdoba aus fahren wir mit einem Blablacar zu unserer nächsten Destination. Es geht ans Meer. Es geht nach Malaga. Also Córdoba tat wirklich gut, ein bisschen zu entspannen. Aber diese Hitze hier ist so unerträglich. Ich hoffe, dass es jetzt in Malaga dann ein bisschen angenehmer wird. Und wir müssen schon sagen, also so mit den Backpacks voll beladen, wenn man da mal eine Strecke laufen muss, das ist schon noch ziemlich anstrengend. Córdoba ist ja von Malaga gar nicht so weit weg. Es waren nur ungefähr 1,5 Stunden Autofahrt. Aber man merkt schon nochmal, es verändert sich so krass. Es wird richtig felsig und das Ganze. Am Anfang hatten wir einfach ewiges Flachland auf der Fahrt mit Olivenbäumen und dann wurde es immer felsiger und trockener. Also so richtige Berge gesehen. Und ja, war schon sehr besonders die Landschaft. Und was auch interessant war während der Fahrt jetzt, weil die Fahrerin, also von unserem Blablacar, die hat nämlich eigentlich gar kein Englisch gesprochen. Und uns wurde nochmal so richtig, ja, wie soll ich sagen, bewusst war es uns eigentlich schon, aber dass wir halt echt wirklich noch, eigentlich noch gar kein Spanisch können. Wir haben einen kleinen Kurs gehabt und sind halt immer weiter fleißig am Lernen, so nebenbei. Aber wir wissen auf jeden Fall, wir haben da noch Nachholbedarf. Aber wir haben auch Lust, oder? Schon Bock. Es war so schön und leider viel zu kurz. Mehr oder weniger 24 Stunden haben wir in Malaga. Viel zu kurz für eine so schöne Hafenstadt. Wir verbringen den Tag am Sandstrand und genießen das Meer. Hier in Malaga haben wir eh nicht viel Zeit, deshalb einfach nur am Stadtstrand ein bisschen das Meer genießen. Wenigstens für einen Tag. Der Tag vergeht zu schnell und wir bemerken, dass wir viel zu wenig Zeit haben. Trotzdem gefällt uns die City richtig gut. Nur unsere Unterkunft war nicht der Wahnsinn, aber sauber. Zum Schlafen hat es gereicht. Am nächsten Morgen gehen wir früh auf einen Aussichtspunkt und verschlingen die Skyline Malagas, bevor wir uns schon wieder fertig machen müssen. Packen, auschecken und weiter. Nach Malaga möchten wir auf jeden Fall irgendwann mal zurückkommen. Die Stadt ein paar Tage länger erleben. Eines haben wir für unsere weitere Reise auf jeden Fall gelernt. Nur eine Nacht Aufenthalt ist viel zu wenig. Und wir werden in Zukunft nicht mehr so planen. Unser letzter Stopp in Spanien. Unser letzter Aufenthalt in Europa für eine ganze Weile. Ronda ist eine süße Kleinstadt mit viel Tourismus.
Dies aber nicht ohne Grund. Die Puente Nuevo steigt imposant aus der Schlucht von Ronda und ist das Postkartenmotiv der Stadt. Die malerische Berglandschaft um Ronda ist jedoch auch nicht schlecht. Und so machen wir eine kleine Wanderung durch das Dorf und etwas raus. Leider hat Sophie wahrscheinlich zu viel Sonne abbekommen. Und so ist nach der Wanderung der restliche Tag gelaufen. Am nächsten Tag machen wir nochmal gemütlich, gehen abends traumhaft lecker Tapas essen und machen einen kleinen Spaziergang durch die Stadt. Die Tapas hier sind so geil und kosten halt einfach nur 1,20. Da haben wir direkt nochmal bestellt. Den Tag drauf geht es schon weiter für uns. Zusammenpacken und der relativ bescheidene Unterkunft mit Freude Adios sagen. Und wie fühlt es sich an, einen Tag in Europa verlässt und nach Afrika geht? Es ist ehrlich gesagt schon ziemlich komisch, weil wir jetzt auch wissen, dass wir eine ganze Weile nicht mehr nach Europa kommen werden. Das ist so, wie soll ich sagen, ist, wenn man jetzt wüsste, okay, man wird nur in Urlaub gehen, dann wäre das jetzt auch gar nichts so Großes. Aber dadurch, dass wir jetzt wissen, wir sind jetzt eine ganze Weile nicht mehr hier, ist es schon irgendwie auch so, ich weiß nicht, es gibt irgendwie ein komisches Gefühl. Aber man freut sich auch mega. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf Afrika. Ich bin aber auch sehr gespannt auf alles, was danach noch kommt. So. Deshalb, ja, ich freue mich irgendwie auf morgen. Nun ist es endlich soweit. Nun verlassen wir den Kontinent. Wir verlassen Europa für eine sehr lange Zeit. So, wir haben ausgecheckt, voll mit Backpack hinten jetzt. Diesmal das letzte Mal. Ja, der letzte Schritt, bevor es jetzt wirklich nach Afrika geht. Ronda war super, super schön. Ein sehr schöner Aufenthalt hier nochmal in Spanien. Und ja, genau, wir haben uns heute Morgen unsere Sachen gepackt, die Backpacks gepackt, ausgecheckt. Und schon mal ein bisschen den Wechselkurs angeschaut und das macht es irgendwie so richtig real. Jetzt verlassen wir Europa. Jetzt geht's endlich. Ja, vor allem für eine ganze Weile jetzt auch noch dazu. Wir werden jetzt erstmal eine ganze Weile nicht mehr in Europa sein und das macht es irgendwie gerade so ein bisschen. Jetzt ja. Irgendwie wird es ein bisschen kribbelig. Ja, also wir merken schon, wir sind jetzt gerade so ein bisschen nervös. Und smilet so vor sich hin. Aber auf eine gute Art und Weise. Ja. Und ja, irgendwie die Vorfreude steigt. Genau. Ich halte die offiziellen Tickets in der Hand und plötzlich fühlt es sich ganz komisch an. Man sieht es vielleicht auch, ich strahle, jetzt plötzlich ganz nervös. Ich freue mich. Wir haben es geschafft, wir sind in Afrika angekommen. Um genauer zu sein, wir sind in Nordafrika, in Marokko. Wir sind mega gespannt auf dieses Land. Wir werden jetzt erstmal in die Stadt mit dem Bus reinfahren. Wenn dich unsere Reise hier interessiert, also unsere Reise durch Marokko, drück den Abo-Button, aktivier die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video. Muss ich gar nichts sagen? Achso, ne, ich, ne, ja. Ich bin der Hübsche. Blablacar abgeholt. Das ist viel zu wenig, der Schatz. Oh, ich tue dich auch, Schatzi. Wir beide, Schatz. Wir ist beide. So? Ja. Nee, ich fühle mich schon besonders fürchterlich. Ja, jetzt kannst du auch reinlaufen. Mach nicht sowas. Kannst du auch von immer reinzulaufen? Ich wusste nicht, dass du noch eine Aufnahme machst. Ich halte die offiziellen Tickets in die Hand. Mhm.